Hallo, ich liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Might and Magic Clash of Heroes. Es geht weiter, der Jäger hat etwas gefunden. Umgenutzt. Okay. Das war witzig. Oh, schöne Rüstung. Lecker. 25% mehr Leben. Mit 19 statt 15. Das haben sie gut aufgerundet, finde ich gut. So. Was? Hat gerade was gemacht. Eine Barrikade. Drei Runden. Autsch. Na, ich hab nicht genug. Okay, doch. Wir haben nicht genug Runden. Ah, guck mal. Okay, nice. Sehr nice. Jedes Mal, wenn wir eine kombinieren, kriegen wir auch einen Zug wieder. Oh, 4 Damage haben die jetzt. Na, und warten noch 2 Runden. 3 Damage, 3 Runden. Ja, und nimm schön deine Defense weg, ist okay. Bling, bling, bling. Achso, jedes Mal, wenn wir eine Einheit wegnehmen, kriegen wir, glaube ich, einen Zug dazu, ne? So war es gerade gewesen. 5, 4, 4, aua. Das tut weh. Vielleicht soll ich mich darauf konzentrieren, seine HP down zu bekommen. Oh. Sync-Bonus. Der kann angreifen. Der nächste Runde normalerweise auch. Ach, man kann schon angreifen. Bam! So, 2 Packs können angreifen von denen. 5 und 5. 6 und 6, okay. Bam, bam! Bam, bam! Bam, bam! Ich kann meinen Pfeil benutzen. Dein Zauberanzeiger ist jetzt voll. Drücke in den Händen, um den Händenzauber zu wirken. Der Einsatz eines Händenzaubers verbraucht alle Mana-Punkte. Pfeilregen. Okay. Machen wir es hier mal. Was ein starker Zauber, holy shit. 9 Damage insgesamt. 150 Erfahrung, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Yay, 6 HP, 1, keine Ahnung, und 2. Auch nicht so eine richtige Ahnung. Oh, nice. Das könnte so ein Power, also ein Dings. Achso, das ist das Leben wahrscheinlich. Das ist das Leben und das ist das der Schaden. Mhm. Und hier auch ein Schaden dazu. Hier ist ein Schaden und ein Leben dazu für den Bären. Nice. Ich habe 133 Gold, einen Stein und 0 Kristalle bekommen. Mison, du bist verwundet. Dämonen lauern in versteckter Grotte, sucht Hohlenbaum, teilt Moosschleier. Meine Hirsche kämpfen für euch, behandelt sie gut. Mison, nein! Er ist jetzt bei Sylvana-Findern, aber er spricht von Dämonen und einer versteckten Grotte. Ja, er hat einen hohlen Baum und einen Moosschleier erwähnt. Wir müssen diesen Ort finden, Findern. Sie haben vielleicht die Klinge des Bindens. Diese Dämonen werden durch unsere Hände sterben. Verzeih, dass ich nicht geglaubt habe, Envin.
Ich habe 5 Hirsche bekommen. Ja. Ja. Für den Elite-Angriff stellst du 2 Basiseinheiten darunter. Die Basiseinheiten müssen die Farbe der Elite-Einheit haben. Das ist grün, oder? Neben der Stärke haben Elite-Einheiten besondere Kräfte. Die Hirscheinheit überspringt feindliche Welle. 16 Damage. Okay. Besondere Kräfte sind im Helmmenü unter Armee aufgelistet. Der Nachschub an Elite-Einheiten ist jedoch nicht unbegrenzt. Elite-Einheiten können im Kampf sterben. Ihr Nachschub muss aus Gebäuden gekauft werden. Sie können in jedem Zustand durch Angriffe getötet werden. Elite-Einheiten sterben auch, wenn man sie vom Schlachtfeld entfernt. Gebundene Angriffe sind mit ihnen möglich. Elite-Einheiten derselben Farbe können gebunden werden. Formiere die 2 Hirschangriffe, um eine Bindung zu schaffen. Von 16 auf. Man kann sie auch mit anderen Einheiten in der Farbe binden. Okay, die haben... Warte, bis die Ladezeit der Hirsche 1 erreicht. Bilde einen grünen Angriff und binde ihn mit den Hirschen. Mhm, okay. Gut, jetzt hast du eine dreifache Bindung. Anmerkung, die dann bilden keine Welle. Ding, ding, ding. 22, Alter. Holy moly. Okay, die machen sehr guten Damage, ne? Aber ich habe nur 5 Stück bekommen. Das heißt, ich muss die nachkaufen, wenn ich sie brauche. Wahrscheinlich da oben. Elite- und Meistereinheiten können mit Rohstoffen in Einheitengebäuden gekauft werden. Jede dieser Einheiten hat ihr eigenes Gebäude. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Sei gegrüßt, Elfe. Ich vertrete eine gewisse Organisation. Aha. Wir sind daran interessiert, alles in Ordnung zu halten. Sauber. Verstehst du, was ich meine? Nein, denke nicht an Seife. Ich meine damit das Gesindel entsorgen. Unruhestifter, störende Elemente. Wir entfernen Abschaum und Gesindel, die unser schönes Land plagen. Willst du uns helfen, diese Welt von Schurken zu befreien? Vielleicht schaffe ich meinen Monat die Quote doch noch. Gut, hier ist dein erster Auftrag. Und ein verschlagener Elf namens Chromia, er versteckt sich irgendwo in diesem Wald. Die Liste seiner Verbrechen ist lang. Bring ihn zur Strecke, dann hol deine Belohnung bei mir ab. Ziemlich einfach, was? Gute Jagd. Ah ja, nice. Du hast, okay. Gesamtkosten 270. Für einen Hirsch. Überspringt elegant eine Reihe feindlicher Wälle. Gold, Rubin und Erze verliert man durch Siege im Kampf und findet man in Schatzkisten. Mit diesen Rohstoffen kann man Elite- und Meistereinheiten für den Kampf kaufen. Oh, so kann man noch mitnehmen. Und hier? Möchte ich ehrlich gesagt ungern reingehen, aber ich probiere es einfach mal ganz kurz. Ich werde gleich wieder rausschlüpfen. Ah, okay. Schädelbraue. Hallo, Kleiner, bist du gekommen, um Schädelbraue beim Graben nach frischen Elfenknochen zu helfen? Ja. Ich will erstmal die Kiste haben. Oh, Level 4. Dann noch nicht. Level 4 wird ein bisschen hart sein. Aber es gibt, wahrscheinlich ist eine Schaufel drin und die Schaufel brauche ich, um weiterzumachen. Okay. Werden wir uns merken? Wir gehen da oben noch auf jeden Fall noch nicht lang, das brauchen wir auch nicht. Ich finde es doof, dass die Quest immer noch angezeigt wird, weißt du? Interesse an einer, oh, es gibt sogar mehr. Ah, okay, deswegen. Interesse an einer neuen Aufgabe? Wähle deinen nächsten Steckbrief von der Liste. Schädelbraue. Schädelbraue, ein flüchtiger Nekromant, der sich zweifellos in einem finsteren Loch versteckt. Spüre ihn auf und bringe ihn zur Strecke. Gute Jagd. Kutlion. Der nächste Auftrag ist der Zauberer Kutlion. Er wird für die Ausübung verbotener Magie gesucht. Er wurde unhalb der Mutter an Saat gesehen, wohl wegen ihrer magischen Eigenschaften. Okay, wir nehmen es noch nicht an. Okay, also 2 neue Quests. Weil es kann...
Ihr kleinen miesen Viecher. Ist er das? Stopp. Ist abgehauen. Chromie Level 3. Das ist hier unten, oder? Ne, Envids Hinterhalt. Okay. Aber hier komme ich gar nicht weiter. Dann erst nochmal hier lang. Ah, das ist Chromie. Was willst du? Lass mich in Ruhe, Kind. Hat Chromie nicht einfach so Ruhe und Frieden verdient? Chromie, wir haben dich erwischt! Ah, ist das das Ende meines herrlichen Verbrecherlebens? Naja. Okay, er hat drei Bären und... Puh, okay. So ein Hirschviech. Probieren wir mal. Aber die Bären sind sehr, sehr stark, ne? Huch, er hat aber viele Bären. Alles klar. Ich würde mal sagen, ich gehe mal wieder raus hier. Weil der hat ein paar viele Bären gleich am Anfang am Start. Wahnsinnig viele Bären. Ah, sein Hirsch ist auch ein Hirschmager. Okay, das, Rückzug. Noch nicht. Bäm, ein Hirsch. Aua. Das ist ja auch lächerlich, wie viele Einheiten der beschwören kann. Oh, ging das gar nicht? Er hatte die gleiche Farbe oder nicht? Huch. Na, ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen trainieren, um gegen diesen Feind kämpfen zu können. Feuerregen. Stark. Sehr stark. So, dann brauche ich den hier. Das geht auch nicht. Total dumm. Wahrscheinlich kann man den nur einmal verbessern. Ey, da kommt eine fette Armada raus, Mann. Ich will einen Leute beschwören können. Das ist voll doof. Wusch. Okay, trotzdem gewonnen. Easy going. Gut, dass ich keinen Rückzug gemacht habe. Batsch. Mm. 156 Erfahrung. Aber der Hirsch kriegt keine Erfahrung, Mann. Ich glaube, die kann man vielleicht auch gar nicht leveln. Ein Schaden der Elfe dazu, nice. Doch, kriegen sie auch noch, okay. Steckbrief erledigt. Kehren wir zu diesem Vermittler zurück und holen uns die Belohnung. Ich will den nicht töten, den Nekromant. Willst du ein Kopfgeld kassieren? Ausgezeichnete Arbeit. Hier ist deine Belohnung. 700 Gold. Wow, okay, das ist viel. Und wollen wir doch gegen die Dings kämpfen? Wie viel habe ich denn jetzt davon noch? Immer noch 5, weil sie nicht gestorben sind, wa?
Ah, kriegst sogar noch einen Dings davon. Hm, sehr eklig. Okay. Na, lass uns mal. Gut, Leute. An der Stelle, wir kämpfen dann nächste Runde mal gegen den Dämon, denke ich. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Wenn wir gegen Chromir gerade gewonnen haben, der ziemlich stark war. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal seine Quests mit, bevor wir ihn töten. Gut, an der Stelle kurz mal eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Erstmal kurz speichern. Wichtig. Ganz wichtig. Tschüss.